Mimi, komm, deine Mutter und ich bringen dir Singen bei. Meine Mutter singt, mein Vater singt, mein Bruder singt, alle meine Onkel singen, nur singen die nicht auf Deutsch oder Englisch, die singen auf unsere Sprache. Und meine Mutter hat mir tausendmal angeboten, dass sie mir das beibringt, aber ich traue mich nicht so vor ihr zu singen. Deswegen, was ich wissen möchte, ist, kann man das Singen sich selbst beibringen oder braucht man eine Gesangslehrer wirklich? Ich meine, ich möchte so gern meine Klangfarbe ändern. Ich finde, dass wenn ich singe, ich klinge nicht gut und dann macht es mir keinen richtigen Spaß. Ich treffe schon die Töne. Aber ich klinge einfach scheiße. Ich weiß, das sind ganz viele Fragen auf einmal, aber vielleicht hast du denn ein paar Tipps für mich. Mimi, ich habe schlechte Nachrichten. Du solltest auf deinen Vater hören und auch auf deine Mutter. Du brauchst jemanden tatsächlich, die dir ein bisschen Gesang beibringt. Vieles vom Gesang ist sehr natürlich, weil wir ja unsere Stimme benutzen beim Sprechen und beim Lachen und was weiß ich alles. Aber weil manche Töne brauchen ein bisschen mehr Power als nur, wenn gesprochen wird, weil die länger ausgehalten musste, die brauchen ein bisschen mehr Energie in die Höhen und sowas. Und das alles musst du lernen, so die Koordination. Du musst das sehen ein bisschen wie ein Tanz lernen. Wenn du, sag mal, ein Cha-Cha oder ein Tango oder sowas lernst, klar kannst du das anschauen auf ein Video und dann weißt du so ungefähr die Schritte. Aber es ist tatsächlich besser, wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer dabei ist, um dir die Choreografie zu zeigen. Ja? Wie tue ich diese Schritte zur Musik hin, damit es nach was aussieht, damit ich mich nicht verletze. Und damit mein Publikum, der mich letztendlich beobachtet, auch Spaß hat. Ja? Ich zeig dir jetzt ein paar Übungen, die ein bisschen basiert sind auf deine Sprechstimme, damit du deine eigene Klangfarbe findest und nicht die von deiner Familie kopierst, weil die auch alle singen. Und du kannst darauf was aufbauen, was deins ist. Ja? Dann machen wir das zusammen. Okay, Mimi, wir wollten, wir haben schon gesagt, das Gesangsunterricht ist schon wichtig. Was ich will mit dir aber jetzt mit dieser Übung machen, ist einfach ein bisschen deine Sprechstimme in deine Gesangsstimme reinbauen, damit du nicht singst und deine Stimme dann unauthentisch klingt oder zu wie eine Gesangsstimme. So, ich möchte, dass du einfach verschiedene Sätze singst. Okay? Willst du ein Eis? Geht nach oben. Ich will ein Eis, geht nach unten. Okay? Willst du ein Eis? Ich will ein Eis. Ja, und versuch wirklich nicht zu singen. Nicht, ich will, willst du ein Eis? Ich will ein Eis. Oder irgendwie sowas machen, was gesanglich ist. Versuch wirklich fast zu sprechen. So, wenn du einfach sagst, willst du ein Eis? Ich will ein Eis. Dann, dass es so ist wie bei der Übung. Ja? Willst du ein Eis? Ich will ein Eis. 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 Willst
Willst du ein Eis? Ich will ein Eis. Willst du ein Eis? Ich will ein Eis. Und dass du versuchst, da, wenn du ein Lied singst, dieses dass du bleibst deine eigene Stimme treu und nicht irgendwelche Gesangsstimme damit einbaust. Später können wir gern irgendwie halt Übungen machen, um die Farbe ein bisschen zu manipulieren, falls du dann halt doch ein bisschen anders klingen willst. Aber es muss aufgebaut werden auf deine ehrliche Klangfarbe. Was ist ähnlich wie deine Sprechstimme, ja? Und diese Fragezeichen am Ende, was nach oben geht, ist gut für den Töne nach oben oder den Verlauf nach oben, dass du denkst in eine Frage. Willst du ein Eis? Willst du ein Eis? Ja, ich will ein Eis. Okay? Viel Spaß damit. Wow, ich bin echt jetzt geplattet von dieser Antwort. Ich habe echt nicht gedacht, dass ich wirklich Gesangsunterricht brauche. Also, du hast aber bestimmt recht. Und ich denke, so ein Gesangsunterricht oder so eine Online-Gesangsunterricht oder sogar die Online-Gesangsschule wäre was für mich. Und das mache ich, sobald ich Zeit habe. Vielen Dank, Fanny. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Sei mal ehrlich, bist du eine Mimi? Ich gebe dir hier so viele Werkzeuge, aber wenn du die nicht benutzt, dann bringt es deine Stimme gar nichts. Du musst üben. Du hast die Entscheidung. Ausreden, ausreden, ausreden oder üben, üben, üben. Es hängt von dir ab. Es ist ein ganz kleiner Schritt für dich, aber ein ganz großer Schritt für deine Stimme. Also, los geht's. Happy Übing! Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Rainbows end. That's where we'll meet. By the river, so sweet.